Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Korps 2 Axis Operations 1940. Wir befinden uns noch im Sturm auf Arras, beziehungsweise haben Arras ordentlich umstellt, belagert. Da haben unsere Fallschirmjäger hier hinten eine ganz große Rolle gespielt, auf jeden Fall. Und dann gab es hier drüben so einen kleinen Durchbruch von gepanzerten Truppen, auf denen wir ein bisschen hingearbeitet haben. Und dann muss jetzt als nächstes müssen die beiden Brücken hier eingenommen werden. Und dann werden wir das Ganze hier irgendwie verteidigen. Das Ding ist nur, das bringt vielleicht gar nicht so viel, weil ich nicht weiß, was die 7. Panzerdivision vorhat. Da müssen wir uns noch mal schlau machen irgendwie. Da habe ich noch keinen Plan. Und da müssen wir mal gucken, ob wir genügend Ressourcen für so einen Spaß haben. Ich vermute ja, aber wissen tue ich das jetzt nicht so zu 100%. So, wir müssen erstmal hier drüben irgendwie dafür sorgen, dass sich dort weniger Jäger herumtreiben. Dann haben wir nämlich hier eine Spezialeinheit, Lieutenant Colonel Hayland, den wir ausschalten sollten. Der verstärkt andere Einheiten. Und das wäre natürlich überhaupt nicht so richtig cool für uns. Besonders weil da hinten halt schon die nächsten Panzer angefahren kommen. So, und jetzt schicken wir hier nämlich unsere Elite-Bomber rein. So, wunderbar. Lassen wir die Jungs so hier stehen. Ich muss mal gucken. Puh, wir brauchen auf jeden Fall zwei Artillerien hier drüben, würde ich behaupten. Dann brauchen wir drei Panzer dafür. Infanterie haben wir genug, das machen unsere Fallis. Ja, hier kommt Artillerie dahinter. Dann müssen wir hier irgendwie noch ein Panzer und Artillerie. Das sind also vier Panzer, fünf Panzer, sechs Panzer, zwei Panzer abwehren. Haben wir sechs Panzer dabei? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, hey, cool. Das passt also tatsächlich. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wer wo. So, ihr werdet hier auf jeden Fall erstmal verstärkt. Brauchen wir hier eine Artillerie? Ne, da reicht wahrscheinlich eine Panzerabwehr. Das heißt, die Panzerabwehr, ne, die ist da schon eingeplant, ne? Oder wir stellen da einfach einen normalen Panzer 4D hin. Können die sich hier so gegenseitig unterstützen? Ja, das glaube ich besser. So, dann räumt ihr hier ein bisschen auf. Nein, habt ihr nicht. Ja, und da müssen wir halt, wie gesagt, wirklich mal gucken. Wer hier was verteidigen kann. So, hier drüben rückt auch schon wieder Infanterie an. Das ist natürlich überhaupt nicht schick für uns.
So, hier müssen wir gucken, dass wir ein paar. Wo ist denn unsere zweite Flugabwehr? Hier. Dass wir ein paar Jäger loswerden. Damit wir hier anfangen können zu bombardieren. So, wir setzen den hier mal ein bisschen zu. Viel Erfolg. Ne, euch hätte ich gerne. 2,5, 2,6, alles klar. Wunderbar. So, ihr müsst jetzt hier mal schnell rüber gefetzt kommen. Ah, das war ein kleiner Fehler, denke ich. Ist egal, wir machen das einfach so. So, da haben wir hier noch Gebirgsjäger. Was machen wir mit euch? Die können den Feind hier vorne noch ein bisschen aufhalten, können uns noch ein bisschen Zeit kaufen. Die Jungs verschanzen sich hier wunderbar. Ihr werdet nach hier drüben verlegt. Erstmal werden wir euch verlegen. So, da müssen wir zusehen, dass wir hier einen Rückzug organisiert bekommen. Dann hängt es wirklich davon ab, was die 7. Division hier vorhat. Was wir hier noch planen. So, ihr werdet auf jeden Fall verstärkt. Wen will ich denn noch bewegen? Wen habe ich denn noch? Ihr bleibt auf jeden Fall da stehen. Die werden sich da so richtig eingraben. Ihr bleibt hier auch auf jeden Fall stehen. Kleiner Ausfall? Nö. Unnötig. Bin ich hingesprungen? Hier bin ich hingesprungen. Die Aufklärer. Was machen wir mit denen? Die könnten tatsächlich
das Feld hier vorne besetzen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Diese ganzen kleinen Panzerabwehrgeschütze hier. Okay. Ach, jetzt sind die da schon wieder angekommen. Warum sind die Jungs hier eingekesselt? Können sie sich nicht über die Brücke versorgen? Moment mal, das ergibt doch so gar keinen Sinn, oder? Ergibt das Sinn? So, jetzt zieht euch hier hinter die eigene Linie zurück. Wunderbar. Das hätte funktioniert. Ja, wir lassen die hier angreifen. Ja, nein, weiß nicht. Wir bräuchten hier irgendwie mal einen entscheidenden Schlag. Die haben wir down. Dann werden wir euch nach hier drüben verlegen. Hier waren doch irgendwo noch ein paar Bomber, oder? Sind die schon weg? So, dann verlegen wir... Ja, jetzt kann ich die nicht mehr nach da verlegen. Das heißt, die Jungs... wohin? Nach da. Den Bomber brauche ich auf jeden Fall hier vorne. So, dann kommen hier unsere Ausgrabungsspezialisten zum Einsatz. Nein, das sind keine Archäologen. Die haben wir mal weggeschickt. So, dann befestigen wir das Ganze hier so ein bisschen. Brauchen wir hier drei Panzer? Können die hier seitlich von der Brücke runter? Wahrscheinlich schon, ne? Man sieht das leider nicht so genau.
Das heißt, hier hinten, um das zu bewachen, haben wir nur ein paar Aufklärer. Das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Schaffen wir es, die zu vernichten? Könnte schwierig werden. So, die sind alle auf Sollstärke. Hier noch nicht. Ja, auch nicht. Hier hinten ist alles easy. Na, ihr müsstet hier so ein bisschen weg. Könnte das doch eigentlich ganz gut funktionieren alles, oder? Seid ihr ein Panzer, der Unterstützung liefert? Ne, die beiden Panzer, die Unterstützung liefern, habe ich nämlich hier aufgestellt. Ich brauche noch irgendein gepanzertes Fahrzeug. Das werden dann wohl die Aufklärer hier übernehmen. Okay. So, wo bin ich drauf? Hier drüben. Ich hoffe, die Jungs hier graben sich richtig gut ein. Was ich noch übrig habe, ist Infanterie. Ne? Ich habe noch einmal Gebirgsjäger irgendwo rumzugurken, wenn ich mich nicht irre. Hier. Und die Azul-Infanterie. Mal sehen, wofür wir die benutzen können. So, ihr müsst hier zur Seite auf jeden Fall. Damit die Jungs hier hinter können. Ihr werdet verstärkt. Ihr kommt hier hoch. So, dann brauchen wir hier noch ein bisschen Artillerie. So, damit müssten wir alle Bonusziele erfüllt haben. So ist es. Wir müssen jetzt halt nur halten. Wollen wir die Flugabwehr erledigen? Das wäre vielleicht ganz gut, oder? Schaffen es unsere normalen Bomber? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah nee, das war dumm. Die sollten wahrscheinlich hier angreifen. Und ihr solltet hier angreifen. Die anderen Jungs bekommen einen Bonus gegen Einheiten mit voller Stärke. So, kriegen wir die hier irgendwie zurück in den Fluss getrieben? Oder sollten wir da auch einmal bombardieren? Oh ja. Nee, nicht euch. Wir nehmen euch, dann können die anderen sich ein bisschen verstärken.
So sieht's nämlich einfach aus. So, und dann starten wir hier einen kleinen Ausfall. Ungefähr so. So, hier ist alles in Position. Wir haben hier eine Flugabwehr, die zumindest die Artillerien beschützt. So, ich werde dich einmal verstärken. Vielleicht schafft es die Azul-Infanterie tatsächlich, hier diese Stadt zu halten. Mit ein bisschen Panzerunterstützung. Könnte funktionieren, muss nicht funktionieren. Können wir aber auf jeden Fall mal ausprobieren. So, ihr werdet einmal verstärkt. Wie viele Bomber habe ich im Einsatz? 3, glaube ich, ne? Ihr werdet verstärkt. Ihr dürft hier so Geleitschutz fliegen? Ne, das machen, glaube ich, unsere guten Jäger. Und ihr dürft hier so ein bisschen unterstützen. Jo, sieht alles gut aus. Aha, Aufklärer. Und da ist die Infanterie in einen Hinterhalt geraten. Mit doppelter Artillerieunterstützung. Oh, hier drüben ist noch eine Brücke, die ist komplett ungesichert, Leute. Wie kann es dazu kommen? Das geht natürlich nicht. Wie konnte ich das denn jetzt übersehen? So, das wird umgehend gesichert. Was seid ihr? Ihr seid ein normaler Panzer 2C. Hier gibt es Flugzeugunterstützung. Muss ich sie jetzt bombardieren? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, beziehungsweise mit Artillerie eindecken. Ach, hier kann man tatsächlich nur in der Stadt runterfahren. Das ist ein Ding. So, ihr werdet hier auf jeden Fall einmal verstärkt und dann ziehen wir die entweder hier hinter oder stellen die mit hier drüben hin. Wir können da vielleicht auch ein bisschen pendeln. Je nachdem, wie akut das Ganze dann immer wird. So, ihr werdet erstmal verstärkt. Ihr könnt hier in Richtung Sumpfgebiet vielleicht aufbrechen. Was sagen denn meine Aufklärer? Die sagen, da drüben ist alles frei. So, ihr werdet verstärkt auf jeden Fall diese Runde.
Vielleicht können wir wirklich hier drüben irgendwie ein bisschen einbrechen. Wobei ich das eigentlich für eine dumme Idee halte. So, hier gibt es ein bisschen Übung für unsere Nachwuchsjäger. Und ihr dürft hier drüben Unterstützung fliegen. So, was machen die hier unten? Gammeln die hier rum, die verstärken sich noch und gammeln hier rum. Okay. Wenn die halt nichts mehr vorhaben heute. Ihr habt 8 Bewegungspunkte. Dafür sind die halt echt gut, ne? So ein bisschen Hit and Run hier. So, die sollen sich hier ruhig ein bisschen eingraben. Die Infanteristen. Habe ich hier noch irgendjemanden an der Front, der irgendwas Sinnvolles tun möchte? Das sieht nicht so aus. Seid ihr eingegraben? Oh ja, die sind gut eingegraben. Panzer graben sich mal schwer ein, sage ich mal. Aha, Bomber. Und Flugabwehr. Und eine Artillerie. Und Infanterie. Was seid denn ihr? Normale Infanterie. Deswegen haben die da auch ziemlich auf die Mütze bekommen. Oh, das hier sieht aber ein bisschen aus wie ein etwas größer angelegter Angriff, ne? Ah, da komme ich nicht dicht genug ran mit den Aufklärern. Major Fernie im Matilda. Ich wollte jetzt eigentlich hier das Ding besetzen. Ich weiß ja nur nicht, ob es clever ist, wenn der Major Fernie ankommt. Wie würde ich mich denn hier drüben aufstellen wollen? So, ihr seid Bomber. Wie gefährlich seid ihr denn für uns? Ein bisschen. Wollt ihr nicht noch ein paar Sterne hier verdienen irgendwie? Ah, ihr nicht. Hier. Oder lieber euch. Ah, die hätte ich vielleicht über die Brücke setzen sollen. Nicht so gut. Die sollen sich auf jeden Fall der Offensive da drüben nicht anschließen. So, wollen wir Major Fernie ein bisschen bombardieren? Das
könnte sich als schwierig erweisen, tatsächlich. Solange der da im Offenen steht, vielleicht können wir den in den Sumpf locken. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir da drüben so ein ganz kleines Problem, um das wir uns kümmern sollten. Das war soweit eigentlich okay. So, mein Plan ist jetzt einfach, hier einen kurzen Ausfall mit dem Panzer zu starten. Die zu vernichten. Oh, und dann hier nur bis zur Brücke zu kommen. Warum das denn? Das ist natürlich blöd. Das war so nicht geplant. Aber ist egal, die Flugabwehr ist tot. Ich habe noch einmal Jäger, ne? Ja. So, die können sich zur Verteidigung hier mitten reinsetzen. Ja, zack. Hier drüben scheint gar nichts zu passieren, ne? Da habe ich schön Artillerie geparkt. Aber dafür scheint sich niemand zu interessieren. Das ist ja eigentlich schade. Vielleicht parken wir mal hier hinter. Ja, das war so klar. Und Major Farney hat sich echt in den Sumpf getraut. Die kriegen wir doch vielleicht noch erledigt. So, hier gehen wir mal ein bisschen dichter ran. Und dann ist der Plan, ihm einfach den Rückweg abzuschneiden. Da ist er nämlich schon mal eingekesselt. Nee. Habe ich genug Einheiten, um hier vernünftig was aufzubauen? Mir fehlt eine Einheit. Aber das könntet ihr machen. Hätte ich hier zwei Panzer, einmal Infanterie. Dann verteidigen wir da halt auf der Seite des Flusses mit der Option, uns zurückfallen zu lassen. Warum waren der eben nicht mehr eingekesselt? Hier rüber kann er sich doch nicht versorgen. Ach, weil ich das Feld hier nicht mehr blockiert hatte und dann hat er sich hier über so einen kleinen Korridor theoretisch versorgen können. So, zwei und oh, ihr kommt gar nicht bis nach da, aber hier vier. Das ist doch gut. Das ist sogar sehr gut.
So, die haben sich ergeben und dann ziehen wir uns hier wieder hinter den Fluss zurück, als wenn gar nichts passiert wäre. So, unsere Jäger können hier wunderbar Geleitschutz fliegen. Und alles ist easy. Oh, apropos, alles ist easy. Ihr könntet euch mal wieder hier in eure Stellung zurückziehen. Ja, die Jungs graben sich hier langsam ein. Die Gegner halten sich schön außerhalb der Reichweite unserer Artillerie. Unsere Verbündeten chillen da unten. Ja, keine Ahnung. Das hier ist auch so ein Wasp-Belagerungspanzer, nenne ich die einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Ausdruck dafür ist. So, ihr könnt auch euren dritten Stern voll machen, oder? So, und da haben wir hier auch einen Verteidigungsring, der beide Brücken verteidigt. Und hier die Stadt hält. Da haben wir hier so ein bisschen Sicht. Ihr könnt euch ruhig verstärken. Hier sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja, da ist eine Flugabwehr. Aber wir könnten natürlich einfach klammheimlich hier mal angreifen. Wenn wir den Bunker halt so langsam nach und nach erledigen. Hätte ich auch ein Flugzeug in die Mitte setzen können, theoretisch. Das wäre vielleicht auch cool gewesen. So, ihr fliegt hier wieder so ein bisschen weg. Ah, da hinten könnten wir theoretisch auch angreifen. Oh, da kommen immer mehr angefahren. Na, hervorragend.
Nein, nicht wegrennen. Ja. Ist ja doof. So, hier drüben, die Jungs hätte ich, glaube ich, ganz gerne ausgeschaltet. Da kommt richtig viel angerollt. Während sich hier drüben halt echt alles in Grenzen hält. Ich würde ja gerne mal beim Spawnen beobachten. Damit ich weiß, ob die, wo die da kommen und ich würde auch super gerne hier drüben ein bisschen aufklären. Aber das ergibt sich leider gar nicht. Also, es sind alle auf Sollstärke, vermute ich. Sieht sehr gut aus. Achso, ein bisschen Gleitschutz noch für unsere Bomber vielleicht. Können wir nächste Runde das hier schon, diese Befestigung hier schon erledigt haben. Aha. Die haben also da drüben frische Luftunterstützung bekommen. Darum werden wir uns kümmern müssen. Eine Top-Gelegenheit. Für unsere Luftabwehr noch ein bisschen zu trainieren. Einer hat überlebt. Nein, habe ich hier noch einen Anfängerjäger? Euch zum Beispiel. Hä? Wirklich? Ist nicht euer Ernst, oder? Kann man denn da so schrecklich versagen? So, hier irgendein Amateurbomber. Die sind jetzt Panzerabwehr-Veteran geworden. Ah, das ist doch sehr schön. So, was mit euch hier? Die kriegen wir scheinbar auch so erledigt. Oh, vier nur. Ja, die haben sich da mal direkt gepflegt. Zurückgezogen, wollte ich sagen. So, ich würde sagen, die Straße hier ist frei. Da könnten wir jetzt also einmal gemütlich angreifen. Dann sogar fast wieder in unsere Stellung zurückkehren. So, keine Ahnung, ob das das Spawnen hier drüben unterbindet oder ob das hier sowieso die letzte Spawnwelle ist, mit der wir es da zu tun haben. Haben wir hier echt nicht noch irgendwo einen Flughafen, den wir benutzen können?
So, wen können wir denn hier angreifen? Das sollte machbar sein. Ach, und dann hocken wir hier wieder ganz dumm fest. Das ist natürlich blöd. So, legen wir uns hier vielleicht. Was seid ihr? Ihr seid so ein Wasp wieder. Die will ich natürlich nicht unbedingt. Die Stadt angreifen lassen. Nö, ansonsten sieht hier aber alles gut aus. Was ist ein Dingo? Ne, ein Hamba. Oh Leute, zieht euch da mal zurück. Da kommt immer noch mehr. Hätte ich vielleicht sogar eine Artillerie dazwischen stellen können. Das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative gewesen. So, die Infanterie hat sich hier eingegraben, das ist schön. Ihr seid Panzerabwehr, ihr seid auch Panzerabwehr. Haben wir Bock auf die Panzerabwehr? Wie ist denn das, wenn die hier angreifen? Beim Angreifen müssten die eigentlich auch einen Nachteil haben. So, was haben wir hier noch? Ein Cruiser, ein Vickers, noch ein Cruiser. Ja, Hamba. Die sind halt alle nicht so irre gefährlich. So eine Panzerabwehr kann einem schon den Tag versauen. So, und da habe ich jetzt die im Wald stehenden mit den Jungs natürlich angegriffen, die Eingrabung ignorieren. So, Jäger haben wir auch am Start als Geleitschutz. Und die siebte guckt immer noch hier unten rum und chillt komplett.
Wie viele Panzer die hier einfach anbringen. Das ist unglaublich. So, es ist ein bisschen bewölkt. Das ist natürlich nicht ganz cool. So, wir unterstützen die Panzer hier mal ein bisschen. Einfach aus dem Grund, weil die... Oh, kann ich das nochmal zurück machen? Ich lasse euch mal hier rumfahren. Ah, ne, war unnötig. Weil die natürlich noch unterdrückt sind. 5, ne? Die verteidigen sich nur mit einer Stärke von 4. Und da können die schon ein bisschen Unterstützung gebrauchen, glaube ich. So, Bewölkung heißt natürlich, wir kriegen es jetzt nicht gebacken, hier vernünftig anzugreifen. Aus der Luft. Mal sehen, vielleicht können wir hier doch irgendwie ein bisschen was reißen, wenigstens. Das Blöde ist, dass die Flieger, die hier die irgendeine Fähigkeit haben, die sie zuerst angreifen lässt, keinen Bonus mehr dadurch bekommen, dass sie zu mehreren angreifen. Es scheint echt schwierig zu sein, heute hier was zu treffen. Aber wir lassen die Jungs das natürlich trotzdem versuchen. Uff, war noch schlimmer als gedacht. Was hat denn er für eine Bewegung? 1. Eine Reichweite 3. 1, 2, 3. Das heißt, sie kommen nächste Runde noch überhaupt nirgendwo an. Stellen sich da. Ach, da kommt ihr ran. Na, Mist. Das habe ich natürlich nicht richtig bedacht. Sehr gut. Vielleicht können wir jetzt hier auch mal zum Gegenangriff ausholen, ein bisschen. Ergibt sich noch nicht so richtig, hier komplett rauszugehen. Obwohl.
wenn wir hier halt unsere Panzerkiller mitnehmen. Also ich weiß nicht genau, wie weit ich jetzt hier vorstoßen kann. Ihr habt eine Sichtweite von 2. Da könnt ihr bis zur Stadt gucken. Stellt fest, hier ist nämlich noch so eine hässliche Befestigung. Ja, wir auch nicht so irre viel entgegenzusetzen haben. Müssen wir da auch aus der Luft irgendwie bearbeiten, ne? Wahrscheinlich am besten die hier, weil hier drüben vermute ich wieder eine Flugabwehr stehen wird. So, wir bringen die Jungs hier mal so ein bisschen an die Front. Wir rücken mit der Artillerie auch nach. Die Infanterie werde ich, glaube ich, nicht bewegen. Die sind halt schön eingegraben. Falls hier doch nochmal irgendwas Heftiges kommt in 2 Runden, weiß ich nicht. Aber die sind auch irre langsam hier. Die Azul-Infanterie, das wäre kein Problem, ne? Die könnte man hier irgendwie ein bisschen irgendwo ranführen, aber das bringt nicht viel. Wir könnten ein bisschen Artillerie mitschleppen. Die können wir hier zum Beispiel furchtbar schnell zu einem Ausfall rüberbringen. So, und da liegt doch jetzt echt die Vermutung nahe. Ja, dass das die letzte Welle war. Hier kommt nicht ran. Hier auch nicht. Oh, das ist blöd. Da müssen wir irgendwie versuchen, das hier ohne Luftunterstützung zu knacken. Diese Runde zumindest. Die werden dann komplett eingekesselt hier. Ah, keiner kommt da irgendwo ran. So, ihr könnt mal hier drüben nachgucken. Ja, das ist eine Befestigung. So, wir kesseln hier diese Befestigungsanlage einfach mal ein. Oh, hier können wir doch durchbrechen.
Ja, die haben keinen Job im Moment, ne? Die könnten wir hier hinsetzen, vielleicht werden die angegriffen. Dann kann zumindest unsere Artillerie einmal auf die eingekesselte Befestigungsanlage schießen. Na, hier drüben rührt sich gar nichts. Ach, ihr kommt nicht mal mehr wieder raus. Die Panzer nehmen wir hier einfach weg von der Befestigungsanlage. Ja, und euch ziehen wir wenigstens hier drüben hin. Die sind halt schon unterdrückt. Die werden wir jetzt auch aufs Feinste bombardieren. Ja. Mit weniger Eingrabung bitte, die relevant wird. Da haben wir das doch gelöst, auf jeden Fall. Ganz vernünftig sogar. Schlacht von Arras, vorbei. Eine beeindruckende Leistung, Herr General. Dankeschön, Dankeschön. Aber mit den Truppen, was soll da auch anderes passieren? Ich muss zugeben, dass der britische Gegenangriff viel heftiger ausgefallen ist, als ich gedacht hatte. Aber wir haben die Situation bravourös gemeistert. Ihr habt da hinten noch rumgeguckt, die halbe Schlacht über. Die haben da wahrscheinlich schön lecker französischen Wein getrunken oder sowas die ganze Zeit. Unsere 8-8er haben sich selbst gegen ihre stärksten Panzer keine Blöße gegeben. Es ist doch immer beruhigend, ein Ass im Ärmel zu haben, nicht wahr? Die Flugabwehr, die hat nicht einmal auf Panzer geschossen. Da der feindliche Gegenangriff abgewehrt wurde, ist es jetzt an der Zeit, unseren Vorstoß zum Ärmelkanal wieder aufzunehmen. Wir sollten nach Dieppe vorrücken, um. Einen Augenblick, meine Herren, ich höre da etwas per Funk. Oh nein, was hat denn Hauptmann Wagner jetzt? Auf wann wird er mal befördert? Hauptmann Wagner, war der am Anfang Leutnant Wagner? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ne? Der wurde irgendwie zum ersten DSC oder sowas, glaube ich, befördert. Hauptmann Wagner lauscht noch einige Sekunden über seine Kopfhörer, konzentriert in Funksprüchen, bevor er ihn schließlich absetzt. Gerade wurde berichtet, dass wir die französischen Truppen aufgespürt haben, die nirgends zu finden waren. Wie sich herausgestellt hat, haben sie sich bei Lille gleich im Norden unserer Stellung verschanzt. Offensichtlich wollen sie uns dort die Stirn bieten und unsere Truppen daran hindern, Belgien zu durchqueren. Rommel hält inne und verarbeitet die neuen Informationen. Wie ein Hexer. General Jim von Quakenburg, ich bin mir sicher, diese französischen Truppen ahnen nicht, dass wir ihnen so nahe sind. Sie hätten niemals eine Stellung befestigt, die durch den Verlust von Arras in Gefahr geraten kann, sondern sich stattdessen dem britischen Gegenangriff angeschlossen. General Rommel, bei allem nötigen Respekt, das können Sie doch nicht mit Sicherheit wissen. Kommunikationsversagen. Entweder aufgrund des Chaos der Schlacht oder weil Sie angesichts der Geschwindigkeit unseres Vorstoßes durcheinander sind. Das ist die einzig sinnvolle Erklärung für ihr Verhalten. Aber hat er gut analysiert eigentlich, ne? Wir müssen umgehend nach Lille aufbrechen. Mit jeder Minute, die wir vergeuden, steigt die Wahrscheinlichkeit für den Feind zu erkennen, dass wir ihm bereits im Genick sitzen. Wir müssen angreifen, bevor er seine Verteidigung auf uns einstellen kann. Ja, die haben ihre Stellung gefestigt.
Da werden die doch nicht. Ich meine, was sollen die machen? Sollen die noch Reservetruppen von irgendwo holen oder ihre Artillerie neu ausrichten? Ohne ein weiteres Wort bricht Rommel auf, um sich wieder zu seiner Division zu begeben. Meine Güte, jetzt geht das wieder weiter. Ich bin erstaunt, dass seine Männer noch nicht vor Erschöpfung zusammengebrochen sind, auch wenn ihre Moral natürlich gestärkt wurde. Nun ja, ich schätze, er hatte bisher immer recht. Historisch. In bei der Schlacht von Arras erlitt das britische Expeditionskorps eine entscheidende Niederlage. Den britischen Matilda-Panzern konnten leichte Panzerabwehrwaffen zwar nicht viel anhaben, aber Rommels unerwarteter Vorstoß sowie der Einsatz von 8,8 cm Flachs für die Panzerabwehr ließen keinerlei Hoffnung auf einen alliierten Durchbruch aufkommen. Da haben wir's. So, schauen wir uns das Schlachtfeld mal an. Wir haben fast 25.000 Prestigepunkte, haben alle Ziele erreicht. Ein paar britische Befestigungsanlagen sind übrig geblieben. Ja, die 7. Panzerdivision chillt hier irgendwie. Die hatten auch keinen Bock mehr, irgendwas anzugreifen. Und wir haben alle Ziele erreicht. Ups. Nein. Ah, I, weg damit. Tja, dann werden wir wohl beim nächsten Mal auf Lille vorrücken. Und das ist, glaube ich, immer eine recht heftige Schlacht gewesen, weil die Franzosen da echt sehr gut eingegraben sind. Lassen wir uns überraschen. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.